Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt am Montag die Gedenkfeier zum 100. Geburtstag des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy zum Anlass, um über die schwierige Beziehung zur USA zu sprechen. Vor allem die zähen Gespräche zum Klimaabkommen beim G7-Gipfel mit US-Präsidenten Trump verärgern die mächtigste Frau der Welt. Die letzten Tage haben mir jedoch auch gezeigt, dass die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, ein Stück weit vorbei sind. Wir sind und bleiben enge Partner. Natürlich Deutschland ein enger Partner der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind und bleiben immer überzeugte Transatlantiker. Aber wir wissen auch, dass wir Europäer unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen müssen. Das Verhältnis zu US-Präsidenten Trump scheint seit dem Wochenende angespannter denn je. Von der einstigen Beliebtheit John F. Kennedys ist, was Trump betrifft, nicht mehr viel zu spüren. In Richtung des neuen US-Präsidenten Donald Trump sagt Merkel deshalb klar. Aber wer sich heute nationale Scheuklappen aufsetzt und keinen Blick mehr für die Welt um sich herum hat, verläuft sich, davon bin ich überzeugt, letztlich ins Abseits. Die Stimmung ist unterkühlt. Ob Merkel und Trump beim nächsten Gipfeltreffen Anfang Juli in Deutschland wieder einen Schritt aufeinander zugehen, bleibt abzuwarten.